Lange Schlangen bildeten sich an den vier Stationen der gemeinsamen Radtour der Wilhelmshavener Zeitung und der Wilhelmshavener Kinderhilfe. Insgesamt radelten 1250 Teilnehmer bei bestem Wetter durch die Region. Die Tour durch die Natur steuerte die Kindertagesstätte in Ostersiel, den Banther See, das Bürgerhaus in Sande und die Gaststätte Antonslust an. Der Erlös der Veranstaltung kommt Gesundheitsprojekten in Kindertagesstätten zugute.